Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spiele ich nochmal eine Runde Roblox Naturkatastrophen. Nebenbei schaue ich noch was auf YouTube an, aber ja, das hört ihr im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen. Und los geht's. Und komme ich da noch rein? Ja, diesmal komme ich direkt in die Map, ohne warten zu müssen. Nämlich ins Gefängnis. Okay, dann warte ich jetzt mal im Gefängnis ab. Und jetzt stehe ich in der Toilette. Im Gefängnis müsste man ja eigentlich sicher sein. Mal schauen, ob jetzt vom Tornado irgendwas auf mich zukommt. Ich hoffe nicht. So, ich habe jetzt meinen Hut verloren, aber ansonsten geht es mir noch gut. Und als nächstes haben wir hier den Bogenpark. Oh, was ist denn hier? Multidesaster. Thank you.
Da haben jetzt nicht so viele überlebt. Ich bin immer noch Platz 3. Thank you.
nicht auf. Er muss abgleichen, ob die vorgelegten Unterlagen zum Fahrwerk passen. Mit dem Ergebnis hat auch der Polizist nicht gerechnet. Ich hätte mich besser nicht unterlegen sollen. Gucken Sie sich mal die Reifen an. Die Reifen abgenutzt. Und zum Schluss noch in die Fabrik. Auf beiden Seiten halt runter, ne? Das ist ganz gefährlich. Also das fühle ich auch. Abgenutzte Reifen, sehr gefährlich. Ja. Ist dieses Release. Kriegen die Polizisten eine extra Schulung? Ja, da natürlich, selbstverständlich. Die komplett runter? Okay. Und Sie sehen auch, dass die aufgerieben sind. Bei der Kontrolle der jeweils. Da wird der Wagen mit großer Wahrscheinlichkeit stillgelegt. Bei den Aufhängungen haben wir gerade mitgekriegt, dass die Reifen hinten jeweils abgefahren sind. Also da habe ich von der Lauffläche mittig ist teilweise so viel Gummi abgerieben worden, dass wir unterhalb der Markierung sind. Also der Reifen ist verschlissen auf beiden Seiten. Die Ordnungswidrigkeiten sammeln sich gerade ein wenig an. Können Sie kurz mal zu uns kommen, bitte? Ja, klar. Die Luxuskarre als tickende Zeitbombe. Was kommt jetzt auf den Fahrer zu? Boah, es geht hier weit hoch. Abgefahrene Reifen, da können Sie die, also ich weiß nicht, wie abgefahren die waren, man hat es ja nicht gesehen. Aber wenn die richtig runter sind. Und was kommt für ein Desaster? In Offenbach sind Preis und Wenzke an einem illegalen PS-Tuning auf der Spur. Ein illegalen PS-Tuning auf den Spuren. Netzfotos und Videos davon gepostet. Doch ein Geständnis fehlt. Zur Beweissicherung wird der Golf nun sichergestellt. Kommt hier gar kein Desaster? Egal wie, das Auto geht auf jeden Fall mit. Ja. Auch damit nichts verändert wird, auch auf dem Hänger jetzt, auf dem Abschlepper. Den rufen wir jetzt gleich an, der holt es nach Rüdland. Sie kennen ja das Spiel wahrscheinlich, ja, von anderen. Nein, weil wir nicht wissen, was mit dem Auto ist. Wir wissen nicht, was sie eventuell haben. Deswegen würde ich Ihnen jetzt auch untersagen. Pro abgefahrenen Reifen ein Punkt. Ist das so? Mein Handy in die Hand zu nehmen. Ach so, ja, klar. Sie nehmen jetzt kein Handy in die Hand, weil Sie wissen, da gibt es Selbststeuerungen, mit denen man wieder was zurückschalten kann. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall vermeiden. Ne? Moderne Software. Nein, das war mal. Manipulation via Bluetooth oder eigener WLAN-Verbindung. Okay, Leute, ich glaube, hier kommt gar kein Desaster. Ich warte immer noch. Die anderen warten in der Lobby. Das ist sehr quatschig, ärgerlich. Okay, Leute. Hier gab es jetzt gar kein Desaster. Habt ihr das gesehen? Und zum Schluss nochmal ins Gefängnis. Ich habe immer noch ein bisschen einen guten Glauben an Sie. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Der Kollege fährt mit Ihrem Auto. Sie können bei mir auf dem Beifahrersitzplatz fahren. Das ist korrekt. Wenn Sie meinen, irgendwie wird der Fahrer mich vergehen zu müssen oder sonstiges. Glauben Sie mir, ich habe ein bisschen Kraft. Ne? Sie zwar vielleicht auch, aber... Lass doch mal die Kirche im Dorf. Thank you.
Okay, Leute, das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Passt auf euch auf, macht's guti und bis zum nächsten Video. Als nächstes spiele ich vielleicht Public Transport Simulator oder Truck Simulator. Das lade ich mir jetzt auch gerade nochmal runter. Wir sehen es ja dann. Einen schönen Tag noch. Ciao, Leute.